1917 heiratet Vera von Jadow in Berlin den Leutnant Achim von Quint, der ein Jahr später fällt. Sie lebt bei ihren Schwiegereltern auf dem Gut Pönichen in Hinterpommern. Sie hat, wenn noch nicht einen Erben, so doch eine Erbin geboren, Maximiliane. Der alte Quint ist stolz auf seine Enkelin, wenn auch in ihren Adern das Blut eines polnischen Offiziers fließt, der im Leben seiner Frau Sophie Charlotte eine wichtige Rolle gespielt hat. Du hast niemals hierher gehört, Schwiegertochter. Du hast den Pönicher Problemen niemals ins Auge gesehen. Als Vera in einer Berliner Illustrierten Fotos aus Hinterpommern veröffentlicht, kommt es zum Bruch mit dem alten Quint. Vera verlässt Pönichen für immer. Die kleine Maximiliane bleibt bei den Großeltern. Das sage ich euch. Der liebe Gott und ich, wir sind sehr traurig, dass du das trotzdem getan hast. Mach deinen Arm nicht so steif, Ebert. Du bist ein sehr ungezogenes Kind. Weißt du das? Maximiliane! Wo steckst du? Maximiliane! Bitte antworte mir! Maximiliane! Maximilian, ich möchte, dass du mir antwortest. Aha, dachte ich mir es doch. Ich hatte dir verboten, die Schuhe auszuziehen, Maximiliane. Der liebe Gott und ich, wir sind sehr traurig, dass du es trotzdem getan hast. Dann komm heraus. Mach die Augen auf, Maximiliane. Weißt du nicht, dass dir das überhaupt nichts hilft? Und wenn du dich in ein Mauseloch verkriechen würdest, der liebe Gott würde dich trotzdem sehen. Nun komm schon. Deinem schlechten Gewissen kannst du nämlich nicht entgehen, weißt du? Das sitzt hier, hinter deinen Augen. Und da. Und wenn du die Augen zumachst, dann wird es nur noch schlimmer. Das wird ganz schlimm. Verstehst du? So, wir kommen. In der Regel wechseln die Kinder Fräuleins auf Pönichen mit den Jahreszeiten. Ursache ist fast immer Inspektor Blaskorken mit seinem sehnsüchtig klagenden Waldhorn. Der alte Quint macht einen kurzen Prozess. Riepe muss anspannen und die Damen zum 10-Uhr-Zug nach Stargard kutschieren. Er bläst mal wieder. Dieses Fräulein Hollands wird mit dem Kind nicht fertig. Maximiliane hat sich mal wieder versteckt. Entschuldigen Sie bitte, Herr von Quint. Dann habe ich Ihnen noch die Nägel schneiden müssen. Sie müssen dem Kind nicht täglich die Nägel schneiden. Fräulein Hollands, das fangt keiner von Ihnen. Ich schneide sie mir auch nicht jeden Tag. Bei Maximiliane ist das etwas anderes. Wenn ich ihr die Nägel nicht schneide, kaut sie sie ab. Liebes Frau Hollatz, das Resultat ist das gleiche.
Das Tischgebet ist ein Zwiegespräch mit Gott, Maximilian. Ich habe dir das schon oft erklärt. Es ist nicht nett, wenn du darüber lachst. Das Fräulein hat recht, Maximiliane. Habe ich für dich gemacht. Willst du? Weißt du, man muss sich immer bemühen, die Gefühle anderer Menschen zu achten. Für mich ist Gott kein Gefühl, sondern eine Realität, Herr von Quint. Ich bin natürlich auch gern bereit, Ihrer Realität zu achten, Fräulein Hollatz. Nur für die Dauer des Abendbrots verschonen Sie uns bitte damit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ich komme. Ich finde dich schon. Jetzt hat es auch das Fräulein Hollatz erwischt. Briepe bringt sie zum 10 Uhr Zug nach Stargard. Aber nicht der Inspektor und sein Waldhorn haben den Aufenthalt des Fräuleins kurzfristig beendet. Der alte Quint hat sie im Dorf beim Missionieren angetroffen. Als das Fräulein den Landarbeitern vom nahen Weltuntergang und dem goldenen Zeitalter predigte, dass sie alle erleben würden, wenn sie sich rechtzeitig bekehrten. Unser Kind hat sicher Durst, hm? Jetzt, wo sie weg ist, kann ich da wieder Onkel Riepe sagen? Aber natürlich darfst du wieder Onkel Riepe sagen. Und Amma darfst du auch wieder sagen, mein Schäfchen. Hm? Brauchst nicht pusten. Das neue Fräulein wird sicher wieder ganz andere Moden einführen. Das ist was anderes als die Hollatsche. Wie die eine Pedale tritt. Die fährt im Weltuntergang glatt davon. Direkt ins goldene Zeitalter. Wenn ich das so sehe, möchte ich auch mal. Soll ich sie fragen, ob sie dich mal lässt? Halt Maul, Mensch. Wieso hast du Angst? Kannst nicht? Radfahren. So, Maxi, komm, setz dich mal drauf. Na, was meinst du, ist so besser? Ja, jetzt reich meine Arme auf den Tisch. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Baron. Den Baron lassen Sie bitte beiseite. Großvater, ist meine Frau noch nicht da? Sie war schon da. Sie lässt sich entschuldigen wegen der Hündin. Ich glaube, dass es soweit ist. Großvater, sieh doch mal. Was soll denn das schon wieder heißen? Hast du deinen Großvater jemals so sitzen sehen? So? Hm? So was nicht, mein Maxi. Wohl bloß, dass du ein bisschen höher sitzt. Ja, wie ein Kissen untergelegt. Der Stuhl ist halt unkindlich groß und der Tisch auch. Ja. Ich wollte ein bisschen einen Ausgleich schaffen. Das ganze Haus ist unkindlich groß. Wenn Sie da überall ausgleichen wollen. Ja, einiges könnte man da schon anpacken, denke ich mir. Mhm. Schauen Sie, wenn Sie jetzt jeden Tag auf einen Stuhl klettern müssten, würde Ihre Füße einen halben Meter über den Boden baumeln. Das wäre Ihnen doch auch nicht recht, oder? Sicher, sicher. Nur mit dem Kissen bewirken Sie genau das Gegenteil. Der Abstand zwischen den Beinen des Kindes und dem Fußboden wird ja nur noch größer. Naja, das ist halt ein Kompromiss, Herr Baron. Von Quint, bitte. Schauen Sie, von Quint, wenn ich jetzt die Füße von dem Stuhl absägen würde. Das brächten Sie fertig. Nein, das wird gar nichts bringen,
Weil die Max dann überhaupt nichts mehr sehen wird. So kann sie doch wenigstens über die Tischkante rausschauen. Ja! Nicht so laut, Maximiliane. Hoffentlich kommen Sie nicht auf die Idee, den Tisch noch abzusägen. Sie nehmen doch nicht an, dass wir uns des Kindes wegen an einen Katzentisch setzen, unseren Breilöffeln. Ich esse doch gar keinen Brei mehr, Großvater. Recht hast, Maxi. Ich meine, es wäre ja schon geholfen, wenn es wenigstens ein paar Kinder zum Spielen hätte. Naja, mit einem Kindergarten kann ich leider nicht aufwarten. Aber im Dorf sind doch Kinder. 6 Stück sind es, Quint. 6 prachtvolle Welpen. Na. Das gehört, Maxi. 6 Hündchen hat's geworfen, die Diana. Das macht sie immer so. Gott. Ich suche ein paar Kinder für die Maxi zum Spielen. Dann jäfft das hier nicht. Was, es gibt keine Kinder in Pönichen? Kinder jäfft das wohl, aber keine zum Spielen. Das ist nicht Brauch bei uns. Unsere Kinder müssen alle arbeiten. Tja, ich meine, die Maximiliane ist die Enkelin vom Baron. Ich könnte mit dem Baron sprechen, dass die Kinder Taschengeld kriegen, wenn sie mit der Maxi spielen. Sie sind das neue Fräulein, was? Ja, ich heiße Gretel Eberle. Das mit den Kindern und den Spälen, das bereden wir. Sie können sich Bescheid holen, Fräulein, wenn Sie mit unserem Baron gesprochen haben. Klar? Maxi, danke und schönen Tag noch. So, da sind die Kinder, Fräulein Eberle. Tag, Kinder. Also, das ist die Maximiliane. Könnt ihr auch Maxi zuerst sagen, wenn euch der Name zu lang ist. Und wie heißt ihr? Na, nun sagt uns halt, wie er heißt, hm? Ich weiß, wie du heißt. Der Arme hat mir's gesagt. Ich bin ja vergelt mit dir, Babs. Der hier heißt Klaus Klukas. Und das hier ist unser Lenchen. Lenchen Priebe. Und das ist der Walter Beske. Ja, kann ich jetzt wieder gehen, Frau Eberle? Natürlich. Und schönen Dank noch. Na, Lenchen, was machen wir denn jetzt? Wollen wir da ein Röschen spielen, hm? Au, ja. Und der Klaus Klukas macht den Prinzen. Mach keinen Prinzen, alberner Schnickschnack. Klaus, das ist doch bloß ein Spiel, hm? Also, ich erzähle euch jetzt erstmal die Geschichte und dann bringe ich euch das Lied bei und dann spielen wir's, gell? Königssohn, Königssohn, da kam ein junger Königssohn, kam und sprach: Dornröschen, wache wieder auf, wieder auf, wieder auf, Dornröschen, wache wieder auf, wieder auf. Alle Zimtzicke, ich lass mich doch von dir nicht küssen. Der Junge, der hat mich gehauen. Sag mal, Wilde, komm zu mir rauf. Ey, hoppsala. Na und, tut's weh, die Backe? Hm? Maxi, komm. Guten Tag, Fräulein. Guten Tag. Er ist kein Prinz, ein Prinz haut Mädchen nicht. Sie haben eine hübsche Stimme, Fräulein. Eberle, dankeschön. Schick ihn weg, er ist kein Prinz. Jetzt, Maxi, sei doch kein Spielverderber, komm runter. Nein. Lassen Sie nur. Sie wird sich schon beruhigen. Nicht wahr, Wildling? Hä? Du? Ich heiße Christian Blaskorken. Ich bin der Inspektor vom Vorwerk. Aber so schön singen wie Sie kann ich nicht. Das brauchen Sie doch auch nicht als Inspektor. Dafür kann er Waldhorn blasen. Das ist viel schöner als singen. Tatsächlich? Mein Vater hat auch Waldhorn blasen können. Wunderschön hat er geblasen. Na, dann haben wir ja direkt was Gemeinsames. Ich habe mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Los, kommen wir, hauen ab. Sie sollen nicht weglaufen, Fräulein. Komm! Wiedersehen, Herr Blaskorken. Warte! Wieder Klaus, Mädchen!
was mich zu Ihnen führt, Herr Blaskorken. Psst. Ich sitze schon seit Stunden auf das Biest. Ich weiß. Bin selbst passionierter Angler. Dennoch, also, ich habe wirklich vollstes Verständnis als Mann, wenn ich einmal so sagen darf. Schließlich stehen Sie in der Blüte Ihrer Manneskraft. Ohne den Schutz vor Anfechtung, den ein geregeltes Eheleben bietet. Auch die jungen Damen sind allein. Und ebenfalls jung und leidenschaftlich. Schließlich ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Schon in der Bibel ist ihm ein Weib beigegeben. Aber andererseits, und das müssen Sie verstehen, Herr Blaskorken, fühle ich mich als Pfarrer der Gemeinde, nicht wahr, für das Seelenheil aller verantwortlich. Das Seelenheil? Habe ich Sie da richtig verstanden? Jawohl. Auch den Seelen geschieht ein Leid. Also von Leiden kann wohl nicht die Rede sein, Herr Pastor. Wenn Sie sich diesbezüglich an Fräulein Eberle wenden würden. Denn um Fräulein Eberle handelt es sich zurzeit. Machen Sie es mir doch nicht so schwer, Herr Blaskorken. Ich räume ja ein, dass Sie gewiss, nun gut, leichtes Spiel bei den Frauen haben. Aber darum muss es doch nicht gleich bis zum Äußersten kommen. Zum Äußersten. Meine gute Alte, ist das schön, hm? Gute alte Diana, ja. Großvater, ich habe ganz allein mit den Kindern gespielt. So. Und dabei hast du wohl deine Schleife verloren, hm? Ich habe die Maximiliane absichtlich allein lassen. So eine Freundschaft kann sich am freiesten entwickeln, wenn die Kinder unter sich sind. Ihr habt euch doch gut unterhalten, Maximiliane, nicht? Ja! Oma und Opa saßen auf dem Sofa. Opa lässt einen fliegen, Oma muss ihn kriegen. Opa pisst ins Ofenloch, Oma denkt der Kaffee. Oh, aber Kind, hast du das gehört, Quint? Lass nur, Sophie, Charlotte. Das kommt noch Ärger. Aber es verwächst sich auch wieder. Soll ich dir das Gedicht noch mal aufsagen? Nein, Maximiliane. Für heute reicht's. Mein Vater hat auch so schön Waldhorn blasen können. Wunderschön hört sich das an. Wer bläst denn hier so schön? Der Blaskorken. Weißt du das nicht mehr? Ja, sicher. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Na, eigentlich vergisst man unseren Blaskorken nicht so schnell. Komm, Max, wir müssen uns die Hände waschen. Das Kind heißt Maximiliane, Fräulein Eberle. Ja! Du hast ja überhaupt keine Mutter. Schlafen, Großvater. Na, hör mal, du hast drei Betten in deinem Zimmer. Und jetzt soll ich doch mal in meinem Bett Platz machen. Ich habe aber solche Angst. So? Wovor hast du denn solche Angst? Großvater. Ja?
ob das Fräulein nun auch in den Blaupfer gehen muss. Wie kommst du denn auf diese Idee? Hast du schlecht geträumt? Na, was ist? Willst du es mir nicht sagen? Der Blaskorken ist böse. Mhm, und warum? Weil er das Fräulein festgehalten hat. So, ganz fest hat er sie gehalten. Das Fräulein hat gestöhnt. Mhm. Na, hör mal gut zu, Maximiliane. Dein Großvater verspricht dir, dass dieses Fräulein Ebele nicht in den Blaupfuhl gehen wird. Ehrenwort? Ehrenwort. So, und jetzt geh wieder schlafen. Lieber Herr Blaskorn, das Horn. Wenn Sie doch wenigstens nicht das Horn blasen möchten. Ich weiß von verschiedenen Gutsbesitzern, wie sehr man den Baron Quint darum beneidet, wie Sie sich auf die Jagdsignale verstehen. Keiner weit und breit bläst das Tati-Tati so sauber wie Sie. Ein Quintensprung, wenn ich nicht irre. Aber doch alles zu seiner Zeit, lieber Blaskorken. Zu seiner Zeit. Mein Gott, was muss man davon halten, dass selbst meine liebe Frau, übrigens eine Dresdnerin und musikalisch wie alle Sächsinnen, von ihrem Horn unruhig zu werden scheint, jedes Mal ans Fenster tritt, wenn es durch den Abendwind zu uns herüberdringt. Das Signal dient mir zur Verständigung, Herr Pastor. Ich habe im Inspektorhaus leider keinen Telefonanschluss. So, Knüppel. Gehen muss, wie das andere Fräulein, das Fräulein Balzer, darum. Quint hätte mit dem Inspektor reden können. Aber Gespräche von Mann zu Mann und dazu noch über das Thema Frauen liegen ihm nicht. Zum anderen ist er der Ansicht, und dabei unterscheidet er sich nicht von anderen Männern, eine Frau hat selbst auf sich aufzupassen. Sache des Mannes ist es, sie daran zu hindern. Eine seiner berühmten Quintessenzen.